Tobias Eisenhut, klarer 6:1 Sieg gegen Union Fürstenwalde. Würden Sie sagen, das war die bisher leichteste Aufgabe für Ihre Mannschaft dieses Jahr? Ich glaube, leichteste Aufgabe wäre ein bisschen respektlos. Ich meine, jede Mannschaft ist nicht umsonst hier. Und wir haben mal die letzten 2 Jahre gesehen, dass die nicht so schlecht waren. Und bei Wirt 6:1, klar, waren die nicht so stark wie vielleicht die letzten 2 Jahre. Und wir haben heute super Fußball gespielt, aber trotzdem ist, glaube ich, respektlos da, als leichteste Aufgabe zu sagen, ja. Zuletzt ein 5:0, jetzt ein 6:1. NL Cottbus ist ins Rollen gekommen. Muss die Liga jetzt ein bisschen Angst haben vor dem FCE? Wäre natürlich schön, wenn sie noch mehr Respekt vor uns haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 11 Tore in 2 Spielen geschossen, zu Hause vor allem auch. Jetzt müssen wir halt auswärts das mitnehmen, was wir hier halt erreicht haben, ja. Maximilian Bronischew, klarer 6:1 Sieg gegen Union Fürstenwalde. Sie haben 2 Tore erzielt, Ihre ersten beiden für NL Cottbus. Ja, wie fühlt sich das an für Sie? Ja, ich glaube, im ersten Reihen ist der Sieg das Wichtigste, dass wir 3 Punkte mitgenommen haben. Natürlich, dass ich auch 2 Tore gemacht habe, fühlt sich schön an, endlich. Ich glaube, ich hatte es auch ein bisschen angedeutet mit den ersten 4 Spielen. Da hatte ich auch ein paar Möglichkeiten zu treffen. Endlich hat es geklappt und das Wichtigste ist, dass wir jetzt gewonnen haben und 3 Punkte haben. Sie sagen endlich, so als Angreifer oder als Offensivspieler wird man ja schon auch an Toren gemessen. Haben Sie denn so ein Ziel gehabt, mit dem Sie nach Cottbus gekommen sind, wie viele Tore Sie in dieser Saison erzielen möchten? Nein, ich will jetzt nichts sagen. Ich will, dass einfach diese Mannschaft gewinnt, dass wir oben bleiben, mitspielen und jedes Spiel gewinnen. Dann soll ich lieber nicht treffen, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen oder sollen jedes Spiel gewinnen und dann bin ich auch glücklich. Jetzt gab es ein 5:0, dann ein 6:1. Die Träume fliegen jetzt ein bisschen höher. War es dennoch heute eine sehr leichte Aufgabe für Ihre Mannschaft? Nein, ich glaube, jeder Gegner ist ernst zu nehmen und es war auch schwierig am Anfang. Ich glaube, wir waren sehr konzentriert, fokussiert auf das Spiel, haben uns schnell belohnt und auch schnell die 1, 2, 3 Tore gemacht. Und das hat uns dann den Rückenwind gegeben, dann war es einfacher zu spielen. Aber jeden Gegner muss man ernst nehmen. Die sind alle heiß, wenn die nach Cottbus kommen oder auch allgemein gegen Cottbus spielen. Deswegen dürfen wir den Gegner nicht unterschätzen. Ja, ohne Probleme jetzt nicht. Nach dem 3:0 haben wir dann ein bisschen nachgelassen. Struktur und Ordnung vermissen lassen. Ein bisschen leichtfertig gespielt. So ist auch das Gegentor entstanden. Müssen wir uns an die eigene Nase packen. Und zweite Halbzeit haben wir dann relativ souverän wieder zu Ende gespielt, würde ich sagen. Energie hat jetzt zuletzt 5:0 gewonnen, heute 6:1. Die Träume fliegen etwas höher. Ist der FCE jetzt in der Regionalliga richtig angekommen? Na gut, ich denke, man hat viele Spieler, die wissen, wie die Regionalliga läuft. Wir sollten uns jetzt aber nicht blenden lassen von 2 Ergebnissen, sondern müssen bodenständig bleiben, weiter in der Trainingswoche Gas geben, hart arbeiten und das dann erstmal gegen stärkere und namhaftere Gegner auch unter Beweis stellen, dass wir wirklich angekommen sind. Weiter das Spiel gegen Ihren Ex-Club, Sie haben auch noch ein Tor geschossen. Ja, wie fühlt sich das an, noch gegen die ehemaligen Kollegen, denen auch ja, ordentlich was mitzugeben mit diesen 6 Gegentoren? Ja gut, Mitleid habe ich jetzt nicht, aber in erster Linie muss man an das Team denken, wo man gerade spielt. Und für uns war es wichtig, jetzt nochmal einen draufzusetzen nach letzter Woche. Von daher hat mich das Ergebnis gefreut und nach dem Spiel ist man wieder gut miteinander und wünscht dem anderen dann das Beste. Lukas Stange, das war ein schwerer Tag für Union Fürstenwalde, klare 1:6 Niederlage. Gab es eine Phase in dem Spiel, wo Sie dachten, ein bisschen was geht vielleicht doch? Ja, na, wo wir das 3:1 gemacht haben, da dachten wir jetzt, wenn wir vorne drauf machen, machen sie vielleicht noch den einen oder anderen Fehler. Aber gut, es ist dann doch eine abgezockte Regionalligamannschaft, woran wir uns dann erst noch gewöhnen müssen. Und dann waren die Träume schnell verflogen dann. Für Fürstenwalde ist ja vor allem das Problem, die Abwehr dicht zu bekommen. Gab jetzt schon 22 Gegentreffer. Ja, wie kriegen Sie das hin, dass Sie hinten stabiler werden? Das ist eine gute Frage. Wir müssen jetzt halt wieder hart trainieren, uns an die eigene Nase fassen, jeder bei sich anfangen, in die Zweikämpfe reinhauen. Und dann hoffe ich, dass der Verein vielleicht auch nochmal 2, 3 Regionalligaspieler holt. Michael, klare Niederlage 1:6 bei NL Cottbus. War das so ein Spiel, wo man als FSV Union Fürstenwalde keine richtige Chance hat? Ja, also was heißt keine Chance? Wir wussten von vornherein, dass es sehr, sehr schwer wird, dass die Qualität viel besser ist auf Seiten von Cottbus, dass es nur übers Kämpferische geht. Aber wenn du dann so schnell so viele Gegentore bekommst, dann kannst du auch nichts mehr machen am Ende. Ihre Mannschaft hat eben vor allem Probleme in der Abwehr, immer wieder die Abwehr dicht zu bekommen. Heute wieder 6 Gegentore. Wie sehr nagt das an so einer Mannschaft? Ja, wir sind eine junge Truppe und deswegen ist es natürlich auch schwierig, wenn du jedes Wochenende ein paar Dinger fängst, das aus den Köpfen rauszubekommen und fürs nächste Spiel weiterzumachen. Wir wissen, dass wir uns finden müssen, aber wir hoffen, dass es mit der Zeit irgendwie besser wird. Heute ein Spiel vor 4.000 Zuschauern. Ist das auch so ein Lerneffekt, auf den man auch setzen kann, dass so eine Spieler einen so ein bisschen weiterbringen? Natürlich, die jungen Spieler müssen das lernen, auch mit so einem Publikum umzugehen, mal ausgepfiffen zu werden, mal beleidigt zu werden. Aber es ist alles ein Lernprozess und ich glaube, das wird mit der Zeit besser.
Toni Stahl, klarer 6:1 Sieg gegen Union Fürstenwalde. Ist das so ein Spiel, wo man sich als Torhüter dann besonders ärgert, dann noch einen Gegentreffer zu bekommen? Ja, also ganz klar, das ist völlig unnötig. Gerade dann auch in der Phase, wo wir das Spiel gut im Griff hatten, hatten danach so ein bisschen den Schlendrian drin. Sind dann aber gut aus der zweiten Halbzeit gekommen, legen dann nach. Und so muss es dann auch sein, ja, dass wir das seriös zu Ende spielen. So ein Tor ärgert, unabhängig davon, wer den Fehler macht. Aber wenn man sechs Tore schießt, dann will man natürlich auch zu Null spielen. Zuletzt 5:0 gewonnen, jetzt 6:1. Muss die Liga jetzt ein bisschen Angst vor Energie Cottbus haben? Ja, ich denke, man muss das immer ein bisschen relativisieren. Es ist schön für uns, gerade für unsere Fans, dass sie auch mal wieder feiern können. Ja, die freuen sich hier ins Stadion zu kommen, wir können was zurückgeben. Aber am Wochenende haben wir ein ganz schweres Spiel vor der Brust gegen BHK. Und da gilt es, so eine Leistung dann nochmal abzurufen. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch ausfallen, aber ich hoffe trotzdem, dass wir wieder 3 Punkte holen. Sie haben mal von hinten den guten Überblick. Würden Sie sagen, Ihre Vorderleute haben jetzt so den Rhythmus gefunden, das Zusammenspiel funktioniert ja immer besser? Ja, also wir haben sicherlich noch Arbeit vor uns, aber klar, mit den Spielen, dann spielt sich das langsam ein, gerade dann die Viererkette und Hille vor der Kette dann als Sechser. Das funktioniert gut und wie gesagt, da müssen wir jetzt dran weiterarbeiten, weitermachen und dann hoffentlich am Wochenende das wieder abrufen.